Kennt ihr schon den Witz? Trifft jemand Ben Briggs? Sagt derjenige zu Ben Briggs: Sag mal, hör mal, was kaufst du dir denn diesen Monat wieder an Klemmbaustein? Sagt der Ben Briggs: Ja, also diesen Monat wollte ich eigentlich mal nichts kaufen. You serious? Ja, hallo liebe Legefreunde und herzlich willkommen. So oder so ungefähr. Ja, hallo liebe Klemmbaustein-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steinekombinierens. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur letzten Haul des Jahres. Soweit kann ich euch das schon versprechen. Ja, eigentlich hatte ich keine Haul mehr geplant, weil eigentlich wollte ich nichts kaufen. Aber ihr kennt sicherlich das Problem. Die Angebote und das ein oder andere, was einem so über den Weg läuft, lachen einen an und sagen dann: Hallo, kauf mich! Ja, und dann landet es dann doch im Warenkorb und deswegen ist wieder das ein oder andere hier aufgelaufen. Aber nicht nur Sachen, die ich gekauft habe, sondern auch Sachen, die ich wieder zugeschickt bekommen habe, zum Teil als Geschenk, zum Teil als Leihgabe. Und da möchte ich euch kurz ein bisschen was zu erzählen, damit ihr schon mal so ein bisschen vorbereitet seid, was dann natürlich Anfang des nächsten Jahres hier so alles auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Ja, ich habe hier so einiges rumstehen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Langweiligsten an. Zum einen habe ich mir hier ein Ninjago-Heft geholt und zwar, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das ist, die Nummer 82 mit der Python, Wasser-Python aus diesen Unterwassersets, fand ich ganz geil, kann man gebrauchen, habe ich gekauft. Ja, und dann gab es natürlich das Problem, dass Lego hin und wieder mal so richtig geniale, beziehungsweise das ist ja in Zusammenarbeit mit Blue Ocean, mal so richtig coole Dreingaben hat bei diesen Blue Ocean-Heften. Und die meisten von euch werden es gesehen haben, bei City ist das aktuelle Heft mit dem kleinen Löwen. Da, da ist er. Da, schaut mal. Ja, also, ich habe da mal zugeschlagen, weil solche Sachen sind natürlich was Besonderes. Die kriegt man vielleicht mal sonst in etwas größeren Sets, aber ich habe gedacht, hier komm, das lohnt sich auf jeden Fall. So. Das, wie gesagt, noch der Kleinkram drum. Ach so, Rossmann, natürlich war ich letztens, habe noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn gekauft. Nicht verraten, ne? Also, ne? Und da gab es die kleinen Motorräder von Stunts, von dieser coolen Serie. Gab es, ich glaube, für 6,50 Euro reduziert. Plus 10% Gutschein bei Rossmann. Doch, was sagst du dazu? Genau, kaufen. Ja, bleiben wir beim Kaufen. Also, ihr müsst dazu wissen, ich habe in meiner, also das ist nein, andersrum, fangen wir andersrum an. Ich weiß, dass ich zu Weihnachten keine Klemmbausteine zu, geschenkt bekommen werde, weil meine Family sagt, du hast sowieso schon viel zu viel. Gut, das stimmt. Und ja, das ist halt langweilig und so. Gut, das stimmt nicht. Aber egal, sie haben halt gesagt, sie wollen mir nicht zu Weihnachten schenken und deswegen, ja, muss ich mir dann irgendwie selbst behelfen. Ja, und was macht der gute Ben Briggs, wenn er sich selbst behelfen will? Richtig, er wartet auf die Angebote. Nun, da kam dann der Black Friday, ihr wisst Bescheid. Und dann wurde ich, ihr habt es natürlich auch schon in dem Video gehört, auf ein Set aufmerksam gemacht. Und zwar die kleine Junke von Xingbao. Zu kaufen gab es die bei, Moment, komm jetzt her. So, gab es die bei Bluebricks. Und da habe ich halt gekauft. Und als ich die dann in den Händen hielt, jetzt muss ich gucken, dass ich mir hier unten nicht irgendwas abschneide. Ja, ja. Als ich die dann in den Händen hielt und gebaut hatte, dann habe ich so gedacht, Mensch, das lohnt sich. Kaufst du dir direkt noch eine? So, hier drin sind aber nicht nur, ist nicht nur eine von diesem wunderbaren Junke. Nein, es ist auch noch eine zweite. Hoppala. Jawohl. Weg damit. Ja. So, warum hat der Ben sich wieder zwei von den Dingern geholt? Normalerweise könnte man sagen, okay, gut, kann man wunderbar zum Mocken und noch, ich meine, Schiffe kannst du ja im Ninjago District oder Asia District nicht genug haben. Kannst du dafür gebrauchen? Nein, eine davon, ja, ist für mein Ninjago District. Die andere ist
für einen Stream. Und zwar am 15.01. beim lieben Pat Briggs. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es einen kleinen Spendenstream, beziehungsweise so einen Auktionsstream, wo man halt gewisse Sets versteigern kann, die die Gäste dort zur Verfügung stellen. Und das ist ein Set, was ich zur Verfügung stelle. Und das, wie gesagt, ich habe es gebaut, ich habe es für gut befunden. Und dementsprechend kann ich das auch guten Gewissens dann an die Leute da draußen weitergeben. Und wir hoffen, dass wir wieder viele schöne Euronen für die Flutopfer nochmal zusammenkriegen. Weitere Informationen, wie gesagt, auf dem Kanal von Pat Briggs zu diesem Stream. Also, das nochmal gekauft. Eins für mich und eins für einen guten Zweck. Jetzt ist es aber so, wenn du da einmal auf der Seite bist und dann guckst du unter den Black Friday-Angeboten und dann siehst du was du schon länger auf der Liste hast, mit einem richtig guten Rabatt, nämlich 40%. Ja, dann nimmst du es mit. Ach so, ja gut, das ist hier eine Tüte. Aber allein die Tüte ist doch schon geil, oder? Schaut sie euch an. Ja, sie blendet ein bisschen. Hui, hui. Genau, das ist die Tragetasche. Die war dabei in dem Karton, wo das Set drin war. Aber euch interessiert natürlich nicht die Tragetasche, aber sie ist echt schön. Euch interessiert, was in der Tragetasche denn drin ist. Ja, komm. Und das ist die Xingbao Schmiede aus den Chinatown-Häusern. Ich weiß jetzt, es müsste die Tang-Dynastie sein, wenn ich richtig informiert bin, aber ich bin da jetzt nicht ganz der Experte. Ein richtig schönes Set. Es glänzt natürlich so ein bisschen, ihr seht es schon. Ich mache es jetzt mal so, vielleicht ist das für euch besser. Ich weiß es nicht, das ist immer so. Ich habe keinen Control-Monitor. Ich habe keinen Control-Monitor, deswegen. Ja, aber ein richtig geiles Set, gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und das gab es, wie gesagt, statt 100, glaube ich, oder waren es 90? Oder 100. Auf jeden Fall, statt dafür gab es das für 59 Euro. Und da, ja, wenn du das schon länger auf der Liste hast, dann weißt du, dass du das mitnehmen musst. So. Also ist für Weihnachten jetzt schon mal ausgesorgt. Ich habe Klemmbausteinsets, ich kann bauen. Ich bin sehr zufrieden. Dann war ich nochmal wieder auf Kleinanzeigen. Da sollte ich übrigens nicht so häufig hingehen. Aber Kleinanzeigen, Kleinigkeit, also ist jetzt nichts, ist jetzt nichts Wildes. Ich habe mir tatsächlich endlich so den kleinen Millennium-Falken, ich finde egal, habe ich eine geile Videoidee mit vor, also lasst euch da überraschen, wird lustig, nichts Tolles, wie gesagt, alles im Rahmen bei Kleinanzeigen eingekauft, ja, ich weiß nicht, für einen Zehner? Oder war es weniger? Ich weiß es nicht. Kann auch ein Fünfer gewesen sein. Ich weiß, keine Ahnung. Also Originalverpackung auch dabei, aber interessiert mich natürlich keine Sau. Ja, das dazu. Und was auch für mich immer so ein kleines Minenfeld des Geldausgebens ist, ist Facebook tatsächlich. Facebook Marketplace. Jetzt, wo ich ja in Belgien wohne, wird auch die belgische Abteilung des Facebook Marketplace, also gezeigt, so bei Lego und so weiter. Und da habe ich mich mit einem netten Belgier, versucht, kommunikativ auseinanderzusetzen. Es war eine interessante Sache. Ich glaube, Google Translator war da eine sehr hilfreiche Geschichte. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Der Mensch hat mir das extrem gut verpackt, muss ich sagen. Ich suche jetzt, hier, genau. Und zwar bin ich dort auf ein Set gestoßen. Da habe ich dann auch mal so ein bisschen recherchiert. Das wird normalerweise für deutlich mehr gebraucht verkauft, nämlich für das Doppelte. Und das, als ich das gesehen habe, ihr wisst ja, ich bin Ninjago verrückt und so weiter. Und ja, ich werde jetzt hier die einzelnen Sachen, also ich werde es nicht ganz auspacken, ich werde euch die Bedienungsanleitung zeigen, beziehungsweise, ne, also Bedienungsanleitung, Aufbauanleitung, genau. Das ist die Nummer 70735, da ist er. Wie das Viech heißt, weiß ich nicht, aber es ist so ein lustiges Hubschrauber-Dingsbums. Mein Sohn guckt gerade Ninjago und hat auch genau dieses Set gerade als, kommt in der Serie vor. Sehr, sehr cool. Sehr coole Figuren. Die Geisterkrieger sind auch wieder am Start und dieser Typ mit dem roten Hut.
Auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß leider gerade nicht, wie das Ding heißt, aber ich werde das noch rausfinden. Spätestens, wenn ich es euch eventuell in einem Review vorstelle. Du weißt, bei Ninjago sind die meisten von euch bei so Sets halt nicht so enthusiastisch bei der Sache. Aber vielleicht stelle ich es euch trotzdem vor. Da, ja, dann werde ich auf jeden Fall wissen, wie der Typ heißt. Ja, und dann kommen wir also jetzt zu den Sachen, also das waren jetzt Sachen, die ich gekauft habe, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich bekommen habe. Und eine Sache, die ich bekommen habe, die befindet sich hier drin. Die machen wir aber noch nicht auf. Wir machen erstmal die Sache auf, die sich hier drin befindet. Und zwar vom Paul Steinstadt heißt der. Genau, Paul Steinstadt, a.k.a. Carsten. Der Carsten, ganz lieber, netter Mensch, der hat mich auch durchaus sehr unterstützt mit Kleinigkeiten in der Zeit, wo es halt so mit, ihr wisst ja schon, mit Kind und Kegel und so weiter nicht ganz so optimal lief. Gut, das ist bis heute etwas kompliziert, aber ja, der liebe Paul hat mir dann immer Bilder geschickt und immer wieder mal eine Nachricht hinterlassen und das hat echt geholfen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich, Paul, Carsten, da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Ja, und dann hat er mir jetzt zu Weihnachten ein kleines Set geschickt. Und das ist sein Sick-Set. Nicht seine Sick-Fig, sondern sein Sick-Set. Da habt ihr auch nochmal auf Instagram, seht ihr hier, Paul. Ich hol's mal raus, oder? Nein, das ist mir jetzt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Paul Steinstadt. Ansonsten ist ja, wie gesagt, alles unten verlinkt. Ihr wisst Bescheid. Ja, und was ist da drin? Da sind Teile drin. Und diese Teile ergeben am Ende des Tages, ihr müsst euch jetzt diese Augenfliesen noch dazu denken, sonst sieht es ein bisschen gruselig aus. Den hier. Den kleinen Racker hier. Den finde ich mega, mega cool. Auf einer weißen, kennt ihr ja diese Mini-Figuren-Fliese oder Plate, wie auch immer man die nennt. Genau. Hier unten, mit, wie gesagt, ihr müsst euch die Augen dazu denken, dann habt das auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Seine Sick-Fig. Das ist halt so ein gebauter Stein mit Augen und Füßen und das ist sehr, sehr lustig. Den werde ich auf jeden Fall irgendwann auch in meine Stadt stellen. Da passt der natürlich dann irgendwie lustig auch irgendwo an eine lustige Ecke. Da finde ich auf jeden Fall was. Ja, vielen, vielen Dank. Ein wunderbares kleines Weihnachtsgeschenk. Ich finde das super. Ich würde ihn am liebsten jetzt bauen, aber ich werde das, glaube ich, bei Instagram mal machen. Also schaut auf jeden Fall mal bei mir bei Instagram vorbei. Ist auch natürlich unten verlinkt, würde ich mich riesig drüber freuen. Da sind wir jetzt auch schon bei gut 1300 Followern. Ich bin da ja bei Instagram nicht so hinterher. Das ist so ein bisschen Bonus für euch, immer ein bisschen hier und da, kleiner Baufortschritt, lustige Story nebenher oder irgendwie sowas. Aber natürlich freue ich mich, wenn ihr da vorbeischaut und einfach mal ein Follow da lasst. So, und dann hat der liebe Mark, ich kenne ihn hauptsächlich unter dem Namen Paluser, der bei uns auch auf dem Discord aktiv ist. Also was heißt bei mir? Beim Bloxy, ist ja Bloxys Discord. Na, ist alles gut so, Bloxy, nicht jetzt wieder rumheulen. Ist alles richtig so. Dein Discord und ich bin liebend gern dort da und auch dort Mod und so weiter. Dort Mod, komisch. Naja, auf jeden Fall, der liebe Paluser hat mir etwas geschickt. Ja, und was hat er mir geschickt? Ich weiß es nicht. Und das ist jetzt das Spannende. Wir machen das jetzt quasi zusammen auf diese Figur. Das wusste ich alles schon. Bei den anderen Sachen weiß ich es auch. Aber hier weiß ich es nicht. Und deswegen machen wir es jetzt mal auf. Also ich zeige es jetzt mal für euch. Ich mache es mal auf. Ah, ist leer. Sehr, sehr cool. Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, einen Weihnachtsmann, ein Polybag, wie cool ist der denn? Wie cool ist der denn? Geil! Unglaublich scheußlich. Der rasende Weihnachtsmann, ey, ich feiere das. Und eine Tütchen von dem guten Stoff, nämlich die rosa Blüten. Ne, ihr wisst ja, Asia District und so weiter, kannst du Blüten so gebrauchen. So, und er hat mir einen kleinen Brief geschrieben, den ich euch natürlich auch vorlesen möchte. Ne. Lieber Ben, ich möchte mit dieser Kleinigkeit dir nicht nur eine Freude machen, sondern mich auch für das Polybag bedanken mit dem Zelt, welches du mir geschickt hattest. Ja, das war ein Geschenk, da brauchst du dich nicht revanchieren, aber danke auf jeden Fall. Viel Spaß mit dem kleinen Polybag von mir und hoffentlich kannst du diese kleinen Blumen auch benötigen für die City oder den Ninjago District. Definitiv. Ich wünsche dir und deiner Familie ein paar schöne Weihnachtstage, eine besinnliche Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und natürlich viel Gesundheit. Mit lieben Grüßen, Marc, a.k.a. Palooza.
Ja, sehr, sehr geil. Also ich feiere dieses Polybag. Ich weiß nicht, ob ich finde das großartig. Ich finde das großartig. Also mit Schneeobdach. Ah, nee, das ist ja hier der Bommel, ne? Richtig geil. 30580. Stark. Und danke für die Blumen. Richtig, richtig geil. Geil. Können wir eigentlich jetzt Schluss machen, ne? In der Tat. Ja, aber bevor wir zum Ende kommen, wir haben noch ein bisschen, zwei, drei Kleinigkeiten. Komm mal kurz mal zum Bloxy zurück. Liebe Grüße gehen natürlich raus an dich, lieber Bloxer. Falls ihr eine gemütliche Runde sucht, um einfach zu quatschen, auch jetzt über die Feiertage, falls ihr euch da zum Quatschen zumute ist, einfach mal eine nette Runde unter Klemmbaustein-Verrückten, ja, dann kommt einfach vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, anmelden und dann seid ihr herzlich willkommen in der Runde und könnt euch da austauschen mit uns Verrückten dort. Es ist großartig. Es ist eine ganz schöne, wie sagt der Held immer, eine Kuschel-Community, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hier stimmt das definitiv. Aber wo ich gerade von Bloxy rede, der Bloxy hat mir ein Paket geschickt. Ich mache es jetzt schon mal so ein bisschen auf. Ich habe es auch schon aufgemacht. Ja, was hat er mir geschickt? Ich habe ihn allerdings auch vorher angefragt, ob ich das vielleicht leihweise haben könnte. Und er hat es mir leihweise zur Verfügung gestellt. Und zwar handelt es sich, ich packe mal ganz kurz hier rein, dabei um zum... da geht's schon kaputt. Das war aber, das sind Transportschäden. Oh Gott. Es geht einmal um den Interceptor hier. Richtig geiles Set. Von dem lieben Florian. Von Modbricks ist das. Hier, so. Und dazu kommt noch der große... Oh lala, das ist ein Brummer, ich sag's euch. Den packe ich jetzt aber nicht aus. Das ist der große War Rig. Also der große Spidey aus Mad Max. Wer die Filme kennt, wird wissen, wovon ich rede. Vielen, vielen Dank, dass ich das haben darf für eine begrenzte Zeit. Ich werde es mir wahrscheinlich über kurz oder lang auch holen, aber im Moment steht das garantiert nicht ganz oben auf meiner Liste. Deswegen super duper, vielen, vielen Dank. Werde ich euch vorstellen, natürlich zu gegebener Zeit. Und ja, sehr, sehr geil. Packen wir mal wieder hier rein. Interceptor und Warwick von Modbricks. Beziehungsweise, ich weiß, doch, es ist auf Modbricks verfügbar, auf jeden Fall. Könnt ihr mal vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall. So. Und jetzt kommen wir zum großen Finale für euch. Für mich ist es auch das große Finale, aber ich weiß leider schon, es ist keine Überraschung mehr in dem Sinne. Das war eine Riesenüberraschung, aber es ist keine mehr. Ich habe ein, was ich hier bekommen habe. Vor, es muss jetzt schon so zwei, drei Wochen her sein, seitdem steht die gute Kiste nämlich hier. Wie gesagt, habe ich Post bekommen, habe ich eine Paketankündigung bekommen und ihr kennt das ja, wenn ihr Pakete immer bekommt, ihr wisst teilweise ja nicht, von wem es ist, ne? Und manchmal denkt ihr so, keine Ahnung. Dieses Paket wusste ich aber selbst, als ich es hatte, noch nicht, von wem das ist. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wer es ist. Der hat mir eine E-Mail-Adresse reingeschrieben und ich habe ihm auch schon zurückgeschrieben mit meinem fetten Dankeschön an der Stelle. Habe aber leider noch keine Antwort gekriegt. Vielleicht siehst du dieses Video jetzt und siehst dieses Paket hier jetzt und vielleicht magst du dann noch mal kurz antworten. Ja, ich zeige es euch mal, ein Paket bekommen. Ein Paket mit ganz, 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 ganz vielen Klemmbausteinsets von alternativen Herstellern. Wir gehen mal ganz kurz durch. Da muss ich gleich was zu sagen. Es sind tatsächlich auch Sets, wo halt die Figurenfrage vielleicht ein bisschen schwierig ist. Das allerdings, es hat kein Problem, das ist ein Cuman-Set, ein Cuman-Taxi mit einem Coca-Cola-Stand. Sehr, sehr cool. Sehr geil. Dann haben wir hier von Goody nochmal, es lässt sich jetzt ein bisschen schwer zeigen, das ist halt so ein Polizeiauto mit Motorrad, Fahrern und Gangstern, halt so ein typisches, ne, was wir auch bei Lego kennen, so klassisch. Klassische Polizeigeschichte. Auch hier wieder, auch von Goody, ein Gefangenentransporter mit Motorrad auch dabei und so weiter und so fort. Auch sehr, sehr klassisch, aber wunderbar. Was haben wir hier? Hier haben wir einen, auch von Goody, einen Krankenwagen. Krankenwagen, ihr wisst ja, das alte Krankenhaus ist leider schon vom Markt, jetzt kommt das neue. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Das alte habe ich gefeiert. Beim neuen bin ich mir ob der Optik nicht ganz so sicher, ob das da rankommt. Ich glaube eher nicht. Aber Krankenwagen, man kann ja nie genug Krankenwagen haben. Ne? Es geht ja immer wieder, obwohl es sind ja immer so die friedlichen Städte, ne? Die man so sieht. Naja, was soll man machen?
So, was haben wir hier noch? Das kann ich jetzt gerade nicht ganz identifizieren, aber ich werde es mal eben aufmachen und mal kurz reingucken, denn es ist... Oh, ein Stickerbogen. Ha, den wollen wir natürlich nicht verschandeln oder wegwerfen. Ui, ja, guckt mal hier, da. Es ist ein, es ist ein Dodge. Das ist ein Dodge, müsste es sein, ne? Dodge Charger vielleicht, richtig cool, so ein Rennauto von, jetzt habe ich die Firma nicht geguckt. Da müssen wir nochmal ran. So typische alte Anleitung, so Firma steht gar nicht drauf. Okay. Das werde ich aber noch eruieren und dann, euch bei Zeiten Bescheid sagen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. So, das hört gar nicht auf hier, das hört überhaupt nicht auf. Dann haben wir hier von Enlighten, das kann sein, dass das Enlighten war. Dann haben wir hier so einen, was ist das, Gabelstapler? Müsste ein Gabelstapler sein, ne? Einfach mal so ein kleines Set. Das feiere ich übrigens. Weißt du, einfach diese kleinen Autos mal so für einen 10er oder einen 5er, einfach so, ne? Das finde ich großartig. Gibt es heute leider viel zu selten. Gabelstapler mit vorne einer Palette Gesöff. Kann man immer gebrauchen. Ihr wisst Bescheid. So, was haben wir noch? Oh, ein Fliegvieh von Goody. Optisch gesehen kommt der mir sehr bekannt vor. Ja. Also da muss man tatsächlich nochmal sagen, okay, also ich sag mal so weit von dem Lego-Hubschrauber, den ich ja auch mal gebaut habe. Bleibst du wohl da drin? Das ist ein Loch drin. Das ist das Problem. Da ist ein Loch drin. Deswegen lege ich es mal so hin. Ist der nicht entfernt. Also, so. Ah, jetzt wird spannend. Was haben wir hier? Eine große Tüte. Eine wirklich große Tüte mit... Ah, schon wieder ein Motorrad sehe ich hier. Ein Stickerbogen. Das sieht doch auch nach Ambulance. Also ich würde sagen Krankenwagen. Ne? Und was sagt der Ben? Er hat recht. Es ist ein Krankenwagen. Von welcher Firma ist hier auch wieder die Frage? Ich tippe jetzt tatsächlich ebenfalls wieder auf Enlighten. Ist ja die Firma, wo auch Cuman dann jetzt raus entstanden ist. Die waren ja früher Enlighten. Also von daher. So, oh, das ist auch geil. Dann haben wir hier von, das hole ich raus, das seht ihr besser, wenn ich es raushole. Meine Güte, also da wird auch einiges meinen Sohn erfreuen. Einen SWAT-Transporter von Sembo Block. Sembo habe ich ja bisher immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe ja diese Kirschblütengeschichten auch gebaut. Etwas härtere Steine, aber ansonsten wunderbar. Ihr seht natürlich die Figuren, braucht man gar nicht drüber reden. Hier hinten drauf seht ihr jetzt auch die Figuren. Ja, also das ist ganz, ganz nah an der dänischen Figur. Ich glaube, da würde man heute sehr viele Probleme mitbekommen. Und dann haben wir hier, oh no, das ist ein Trümmer, ich sag's euch. Ich sag's euch, Freunde, ich sag's euch. Meine Güte, alter Vater von Hishan, ne? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Eine Firma, die wir zum Beispiel auch leider von diesem kleinen Apple Store kennen. Ja, das ist ja mit dem Markenrecht immer so eine Schwierigkeit. Aber ist das nicht hier mal ein fetter SWAT-Truck? Ist das nicht mal ein fettes Gerümpel hier? Richtig geil. Richtig cool. Da gibt es eine ganze Serie hier hinten drauf, wie ich sehe. Das hier ist jetzt die 6509. Richtig cool. Also, muss ich schon sagen. Und vor allen Dingen voll ausgestattete SWAT-Figuren. Das ist natürlich richtig episch. Aber wir wissen ja, bei uns bei den Klemmbausteinstätten geht es ja immer friedlich zu. War toll, jetzt kriege ich dieses blöde Ding nicht wieder rein. Egal, machen wir das später. Oder gar nicht, oder wie auch immer. So, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ah, es sammelt sich hier gerade was. So, übrigens, am Anfang hatte ich hier noch eine Tüte, die habe ich euch nicht gezeigt. Das ist das Wohnmobil. Richtig, richtig cool. Also richtig cool, gefällt mir richtig gut. Stark. Ja, Pleasant Trip. Und dann ein paar chinesische Zeichen, die ich nicht identifizieren kann. Ah, der Typ hier unten ist doch scharf, oder? Guckt euch den mal an. Richtig cool. Ja, da gibt es so einige. Ja, da ist auch die Ambulanz dabei. Ah, richtig cool. Da gibt es auch sogar ein Häuschen. Das ist auch sehr cool. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht identifizieren. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also ein riesen Haufen von Sets. Unfassbar. Tolle Sachen. Ganz viel City-Gedöns. Wie gesagt, da werde ich ein bisschen mehr was rausziehen, da wird mein Sohn ein paar Sachen bekommen, also da werden wir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben. Und damit sind wir am Ende. Das Einzige, was mich jetzt an der Stelle so ein bisschen ärgert, ist, das ist, er ist irgendwo, aber ich habe leider gerade den Brief mit den ganz, ganz tollen, lieben Worten von dem lieben Markus, so heißt er nämlich, nicht mehr hier vor mir. Ich muss ihn suchen, ich weiß nicht, wo er hingekommen ist, aber das schmeiße ich definitiv überhaupt nicht weg, aber ich weiß gerade nicht,
Ihr kennt es ja, Ordnung ist bei mir nicht unbedingt immer das, was die höchste Priorität hat, obwohl ich hier oben definitiv mehr Ordnung halten möchte als vor meiner Rumpelkammer. Aber gut, das ist auch nicht schwierig. Ja, trotzdem möchte ich an der Stelle nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an dich, lieber Markus, raushauen. Schau nochmal in deine E-Mails, vielleicht ist es auch im Spam-Ordner untergegangen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir da nochmal antworten könntest. Ich habe da noch so ein paar Fragen gehabt, deswegen, ja. Und damit endet auch dieses Video. Kurz vor Weihnachten, ich wurde tatsächlich wieder unfassbar beschenkt, wofür ich euch auch unfassbar dankbar bin, wo ich auch immer so denke, okay, womit, ja, ich weiß, ich mache Videos, okay, aber womit habe ich das verdient, so Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen fettes Dankeschön an dich, Markus, an dich, lieber Carsten, an dich, lieber Marc, einfach an dich, lieber Bloxy. Und es ist der Wahnsinn. Ich bin so happy, dass ihr da seid, dass ihr meinen Kanal verfolgt. Und das wäre mir allein schon Dank genug, wenn ihr ein Like oder ein Abo oder sowas da lasst. Da bin ich ja schon total happy. Und solche Sachen hier sind einfach unglaublich. Sie sind unglaublich. Ich kann jetzt nicht... Nee, aber das ist jetzt nicht hier irgendwo rein... Ich bin verzweifelt gerade, weil ich würde gerne da nochmal drauf gucken, aber egal. Ich, wie gesagt, danke euch allen für den Support, den ihr auch in diesem Jahr mir wieder habt zuteil werden lassen. Ich werde die Tage nochmal ein kleines, größeres Video raushauen, um nochmal so ein bisschen auf das Jahr zurückzublicken. Es war nicht das einfachste Jahr, aber das wollen wir jetzt nach den Feiertagen, darüber wollen wir uns nach den Feiertagen Gedanken machen, das soll da Thema sein. Jetzt erstmal bin ich happy und ich hoffe, ihr seid auch happy und freut euch auf Weihnachten und lasst euch mit Klemmbausteinen beschenken. Das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr gesund zusammensitzt in schöner Runde, dass ihr euch was Schönes schenken lasst und dass ihr einfach die Zeit mit euren Liebsten genießt. Das ist wirklich das Wichtigste, gerade in diesen Zeiten, wo jetzt wieder Corona die Schrauben ein bisschen eng, Daumenschrauben wieder ein bisschen enger ziehen lässt. Das ist natürlich sehr unglücklich, aber da müssen wir durch und ich hoffe, ihr habt einfach eine tolle Zeit jetzt über die Feiertage. Wie gesagt, kommt gerne in den Discord, lasst uns eine Runde quatschen. Ich denke, ich werde auch über die Feiertage wieder hin und wieder dort auch vorzufinden sein. Und dann bauen wir einfach was. Und haben eine Menge Spaß. Und das ist doch das Wichtigste, was wir haben können. Danke für alles, was ihr da draußen macht für die Menschen. Auch manchmal ein bisschen für mich. Das ist super, da freue ich mich riesig drüber. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich würde einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist und jetzt denkst, boah, der hat so viel Zeug gekriegt, der geht mir auf den Sack, das kann nicht sein. Ja, dann, sorry, tut mir leid, ich kann da auch nichts für. Aber wenn du sagst, hey, komm, ich will auf jeden Fall dabei bleiben und gucken, wie die Sachen so sind, was er dazu zu sagen hat, ja, dann drück doch einfach mal den Abo-Button und aktiviere die Glocke. Denn dann wirst du immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Das ein oder andere wird sicherlich demnächst hier auf meinem Kanal zu sehen sein. Und ich freue mich drauf, euch das alles zeigen zu können und zeigen zu dürfen. Dass ihr mich das zeigen lasst, dass ich das darf, das ist einfach großartig. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit jetzt, wunderschöne Feiertage. Bleibt gesund, baut was Schönes, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage, ciao!